Ja, hallo, grüß euch, grüß dich, liebe Ina. Schön, dass du wieder Zeit hast heute, dass wir wieder miteinander reden. Grüß dich. Grüß Ja, und wie wir schon angekündigt haben, letzte Woche, haben wir heute ein ganz spezielles Thema, das Thema Unsterblichkeit. Ich glaube, da warten ja schon einige drauf. Ich selber bin ja auch schon ganz gespannt, was sich da jetzt heute auch so zeigen wird. Was gibt es grundsätzlich einmal so zum Sagen zum Thema Unsterblichkeit aus einer anderen Dimension, liebe Ina? Ja, früher war Sterblichkeit ganz normal. Früher war Sterblichkeit sinnvoll. Und das war auch nicht anders möglich in der dritten Dimension, in der Materie, hat der Körper so wenig Energie gehabt, dass er einfach, der hat sich eine Zeit lang aufgebaut, war dann so in den besten Jahren eine Zeit lang und dann ist es wieder abwärts gegangen. Das war einfach normal. Und das haben wir nicht anders gekannt. Und das war auf körperlicher Ebene. War das einfach so, weil der Körper immer mehr durch das, was wir halt angesammelt haben an Schweren und an Kränkungen, das hat alles gespeichert und dadurch ist es immer schwerer geworden. Also erstens hat das Programm gehabt zu altern, zweitens ist es immer schwerer geworden und immer müder geworden und irgendwann konnte er dann nicht mehr. Und noch ein wichtiger Grund war, dass die Seele, dass für die Seele nicht sinnvoll war, ewig im gleichen Körper zu leben. Weil früher, wenn die Seele in den Körper hineingeboren wurde, oder wenn der Mensch geboren wurde, wenn der Körper selbstständig lebensfähig war, nach der Geburt mit dem ersten Schrei, war die Seele herinnen und dann war der Mensch selbstständig lebensfähig. Und dann ist der Mensch geboren worden, aber für die Seele war das wie hineinsterben in den Körper, weil im Körper drinnen war sie angestrengt, war nur mehr niederes Selbst, also hohes und niederes Selbst waren früher noch getrennt. Jetzt war die Seele dort drinnen viel kleiner, hat nichts zum Sagen gehabt, man hat nicht auf sie gehört und sie hat da unten einfach das Schwere lernen müssen. Und wenn dann das körperliche Leben zu Ende war, manchmal ist der Körper, die kann nicht mehr, manchmal hat die Seele gesagt, die macht nicht mehr, ist sinnlos, dann ist die Seele wieder rausgegangen und das war ja für den Körper war das der Tod und für die Seele war das wieder das Leben. Endlich hat die Seele wieder dann ihren Raum, ihre Luft gehabt, hat sich mit dem höheren Selbst vereinigen können, war wieder ein riesengroßes Licht, hat sich im Himmel zwischen den Leben erholen können. Also das, was wir da herunten Leben genannt haben früher, war für die Seele so etwas Ähnliches wie todesähnlicher Schlaf. Und sie hat ein bisschen was gelernt und war dann heilfroh, wenn sie wieder gehen konnte. Das war früher das Normale und das haben wir nicht anders gekannt. Und das ist das, was in unseren Köpfen einfach abgespeichert ist, dass wir eine bestimmte Zeit leben, alt werden, krank werden oder an einem Unfall sterben. Das war, ist einfach selbstverständlich, weil es die letzten tausende Jahre so war. Das heißt, die Zeiten sind grundsätzlich vorbei. Es ist jetzt möglich, auch in diese Unsterblichkeit sowohl körperlich als auch ja, von der Seele her zu leben. Ja, von der Seele her war es ja früher so, dass wenn die Seele in den Körper eingetaucht ist, hat man sie mehr oder weniger ignoriert. Jetzt ist es so, dass die Seele wesentlich, sie muss sie nicht mehr teilen, sondern sie ist mit ihrer vollen Kraft da. Das heißt, sie ist wesentlich bewusster im Körper. Das Energiesystem ist nicht mehr so eng. Das heißt, die Seele ist nicht mehr so eingesperrt. Hat nicht mehr so viele Normen, so viele Regeln. Wir hören mehr auf unser inneres Gefühl. Das heißt, es ist für die Seele auch lustiger, da herunten in einem menschlichen Körper. Das ist vom Aspekt der Seele aus, ist es nicht mehr wie ein todesähnlicher Schlaf da herunten im Körper, sondern es macht mehr Spaß Okay. als früher. Das heißt, wir haben allgemein haben wir ja dadurch ja ganz andere Möglichkeiten, weil wenn die Seele da zu ihrer vollen Blüte kommt, dann haben wir ja wirklich alles. Dann erklärt sich das grundsätzliche von selber, dass wir wirklich auch unsterblich sind da herunten. Die Seele hat keine Lust mehr darin. Also es geht ihr besser, jetzt braucht sie nicht mehr so sterben, um sich, also Körper sterben lassen, um sich oben in den höheren Dimensionen erholen zu müssen. Und dazu kommt noch, warum kann die Seele da unten jetzt sich besser entfalten und besser ihre Geschichten leben? Weil der Körper heller ist, leichter ist, die 12-Strang-DNA aktiviert ist. Das heißt, wir haben viele Seelenfähigkeiten oder höhere Fähigkeiten. Und dadurch, dass der Körper mehr Licht hat und besser versorgt wird durch die aktivierte Zustand-DNA,
muss er nicht mehr alt werden und muss nicht mehr krank werden, sondern der Körper wird versorgt mit Licht, kann sich übrigens auch von Licht ernähren, das könnte man anders mal machen, das ist Lichtnahrung, nicht heute, das ist zu aufwendig, Lichtnahrung, also das zu erklären. Ja. Also der Körper hat sehr viel Licht und dadurch kann er sich ständig erneuern, die Zellen ständig erneuern, sich ständig gesund machen und Signale geben, sich selbst um sich selbst sich wesentlich besser kümmern, ist auch nicht mehr auf die Seele angewiesen. Also früher war das ja so, wenn die Seele im Körper war, haben wir gelebt und wenn die Seele draußen war, waren wir tot. Mhm. Jetzt ist es anders, jetzt kann der Körper wochenlang ohne Seele gut leben. Okay. Also es ändert sich im Moment auf allen Ebenen, nur dass der Verstand bei den meisten Leuten das nicht mitkriegt und deswegen machen wir jetzt heute das Video. Okay. Ja, wunderbar. Rein theoretisch heißt, also praktisch auch, könnte das ja bedeuten, dass ich mit meiner Seele sage, ja, wir zwei haben uns jetzt, wir haben so Spaß miteinander, wir wollen das jetzt ewig erleben da. Der Körper richtet sich auf das ein, wie es einem am besten geht da. Und dann gehen wir los miteinander so, solange es uns Spaß macht, ohne zu müssen. Genau. Okay. Ja, das ist ja eh was man ja grundsätzlich, was ich schon kennenlernen durfte bei deinen Workshops, dass da viel mehr dann auch die Leichtigkeit kommt, weil ja der Druck wegfällt. Also der Druck der Seele, also diese Dunkelheit, in der sie ja praktisch gelebt hat und auch wir als Menschen noch gar nicht wirklich bewusst waren, dass wir, wenn wir mit der Seele kommunizieren, dass das Leben ja überhaupt ganz anders wird. Ja, und zusätzlich kommt ja dazu, früher war das Leben vergleichsweise fad zu dem, wie es heute ist. Also früher war es so, du bist hineingeboren worden in einen Körper, da war der Papa Schuster und du bist dann halt irgendwann mit 15 auf die Walz gegangen, bist dann Schuster geworden, bist wieder in dein Heimatdorf zurückgekehrt oder irgendwo hängen geblieben und warst dann bis zum Rest deines Lebens Schuster. Mhm. Oder wenn du Frau warst, warst du halt zum Kinderkriegen da und Familie versorgen und bist nie aus dem Grätzl rausgekommen. Und in deiner Umgebung waren sie alle ja auch sehr kleinkariert. Man hat sich einfach aneinander angepasst, hat immer das gleiche Leben gelebt. Und von daher musste die Seele früher ja den Körper wechseln, so Sinn gemacht. Okay, weil sonst hat er die nichts Neues erfahren, die ist ja weiter in der Dunkelheit geblieben, weil das hat sie eh schon gewusst. Ja, nicht nur in der Dunkelheit, sondern auch im gleichen Radl immer. Ja. Mhm. Ist ja nicht viel Neues passiert. Also du hast ein Kind gekriegt oder der Ehemann ist gestorben oder du bist aus dem Haus rausgeworfen worden, aber es war immer das gleiche Grätzl. Mhm, und jetzt ist es so, dass, wenn man sich die Leben heutzutage anschaut, wir haben ja nicht nur lebenslanges Lernen, wir haben nicht nur Postmoderne, wir haben dieses weltweite Netz an Informationen, wir reisen und wir können, wenn man sich die Leben anschaut, können wir innerhalb von einem Leben, können wir jetzt mehrere Leben hineinpacken. Wir können mehrere Partner heiraten, wir können mehrere Berufe haben, wir können an mehreren komplett verschiedenen Orten wohnen. Wir chatten mit einem Australier und schreiben WhatsApp mit einem Amerikaner und der Afrikaner steht bei uns im Bäcker neben uns. Mit dem können wir dann reden, wenn wir uns hinsetzen auf einen Kaffee. Also das heißt, unser Leben wird so vielfältig und wir werden so multidimensional, sondern multikulturell. Dass wir in ein Leben viel reinpacken können und was die Seele macht, was manche Leute vielleicht schon mitgekriegt haben, ist manchmal, da hat man das Gefühl, jetzt ist ein Lebensabschnitt zu Ende und dann wird die Information, die man in dem Lebensabschnitt gesammelt hat, wird in die Akasha-Chronik eingespeist, die Seele macht es. Da hat man dann das Gefühl, alles ändert sich im Leben und man ist jetzt zwei Monate oder vier Wochen wie blöd, weiß nichts, unmotiviert. Und dann auf einmal startet es wieder und es geht wieder los und man lernt einen neuen Partner kennen, man kriegt eine neue Wohnung, man kriegt einen neuen Job und dann geht es wieder von neuem los und es ist dann wie im gleichen Körper ein neues Leben. Ja, das kann ich bestätigen, dass das immer wieder so passiert. Ja, ja und ich glaube auch, dass diese Offenheit eine ganz andere geworden ist, weil ich habe jetzt letzte Woche erlebt, ich bin da mit ein paar junge Burschen beieinander gesessen, ich war überwältigt. Also da waren drei ungefähr zusammengezählt in mein Alter, aber was die drauf haben, wie die schon agieren, ja, das war für mich als damals als
bisschen über 20-Jähriger eher undenkbar gewesen. Also das, die leben ja völlig frei und weiß ich nicht, die haben Visionen, die sind echt unglaublich. Ja. Die sind vernetzt weltweit, für die ist das das Normalste der Welt. Wenn ich mich zurückdenke, ich war vernetzt mit Fußballer und Eisenbahner. Ja, und das war auch der Horizont. Und darüber hinaus hat es kaum was gegeben. Und das, da sieht man schon, was sie da tut und welche Möglichkeiten sie da auftauen. Wenn ich, und ja, somit ist das ja sehr was Erfreuliches, wenn du dich auf das einlässt. Weil meine Frage ist jetzt und schau, ich kann mir das durchaus vorstellen, wenn ich das jetzt sage, wir können unsterblich leben. Und wenn ich das irgendwem erzähle, der sich mit sowas noch nicht beschäftigt hat, kann das durchaus sein, dass der sagt, na, das, ich möchte das gar nicht. Ja. Weil der so festgefahren ist in seinen Mustern und das eh schon seit Jahrzehnten lebt und denkt sich, das möchte ich nicht jetzt ewig. Ja, das hat damit zu tun, wenn der nicht ständig sich updatet und nicht ständig ein neues Leben beginnt oder im Fluss ist oder eh unglücklich ist und nicht raus kann oder möchte. Oder wenn auch jemand denkt, ich habe so viele Krankheiten, ich werde immer kränker und ich werde immer älter und ich mag dann immer und bin dann froh, wenn ich gehen kann. Für die Leute ist es nicht noch möglich zu sterben. Und für die ist es auch sinnvoll zu sterben. Mhm. Wenn man aber so lebt wie wir, dass das ewige Licht in uns drinnen, die Seele, das da drinnen sich verwirklichen kann, dann ist ja die... Dann bringt die Seele schon die Information mit. Das möchte ich machen und das möchte ich machen und dort geht es weiter und da habe ich Lust drauf. Das heißt, wir sind sowieso ständig im Fluss. Wir hören die Seele, setzen das um. Das heißt, die Seele hat auch die Möglichkeit, das da unten zu tun, was sie sich vorgenommen hat. Weil früher haben wir ja von unserer Seele nicht gehört. Mhm. Dadurch kriegen wir Lust drauf, einfach weiterzumachen. Und das, was uns antreibt, ist nicht so sehr der Alltag, sondern die Seele, die sagt, das möchte ich noch und das möchte ich noch und da kann ich noch und das geht noch. Ja. Und ja, das passt für mich jetzt voll, weil es geht darum, dass wenn du deine Seele lebst, also wenn du mit deiner oder deine Seele auslebst, dann hat die eh so eine Freude da, dann will die ja auch da bleiben und dann ist das einfach so eine Einheit, dass das einfach Spaß macht. Warum sollst du jetzt was anderes machen? Du erlebst eh jeden Tag was anderes, es passiert eh. Und es kommt nun, glaube ich, dazu, das, was ich jetzt auch die letzten Wochen schon erlebt, es hat ja, die Zeit spielt ja nicht mehr diese Rolle, die sie vorher gespielt hat. Also das ist ja völlig, die letzten Wochen, keine Ahnung, was da alles gewesen ist. Es war faszinierend, aber ich weiß nicht, wann was war. Und es ist unterm Strich ja eh wurscht. Ja, die Zeit, Raumzeit verschiebt sich momentan ziemlich stark. Da werden wir haben momentan eine verschobene Zeit, Raumzeitwahrnehmung und es wird nochmal anders. Ja. Das heißt, wir haben ja früher über die Zeit. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil die Zeit war ja so linear von hinten zur Vergangenheit nach vorne in die Zukunft. Ja, und das, aber ich glaube, dass die ja auf einer anderen Ebene funktioniert. Also nicht von hinten nach vorn, sondern eher je nachdem, wo du einsteigen willst, so ungefähr. Gleichzeitig. Ja, oder gleichzeitig, ja. Ja, ja. Das haben wir aber noch nicht ganz. So, jetzt weiter zum Thema Unsterblichkeit. Entschuldigung. Und was man zum Thema Unsterblichkeit, was aber da wichtig dazu ist, ist nicht nur diese Abwechslung, diese vielen Leben in einem Leben, sondern auch, dass der Körper mitmacht und mitmag. Und das ist ein entscheidender Punkt, da machen wir jetzt gleich eine Übung. Wunderbar, da bin ich dabei. Lass mich ganz kurz noch erklären. Früher war es so, dass der Körper einfach immer vollgestopft worden ist mit Problemen und dann immer schwerer geworden ist und immer müder geworden ist. Mhm. Und wir haben auch eingebaut gehabt, so etwas wie ein Ablaufdatum, ein Alterungsprogramm. Ja? Mhm. Bis 27 geht es aufwärts, dann bleibt es 8-9 Jahre stehen und dann geht es einfach abwärts. Das war in uns drinnen eingebaut. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, ob unser Körper dieses Ablaufdatum, dieses Alterungsprogramm noch eingebaut hat. Das heißt, wir setzen uns entspannt hin, atmen mit Genuss aus.
und lauschen in den Körper hinein. Und jetzt sagen wir zum Körper zuerst etwas, was ihn schwerer macht. Wir sagen zum Körper, ja, langsam werde ich alt. Sprich's aus. Ja, langsam werde ich alt. Ja. Und du kannst fühlen, wie der Körper darauf reagiert. Was macht der Körper? Ja. Irgendwie verengt er sich. Das wird so. Es entsteht ein Druck aus mir. Ja. Ja. Und bei mir wird er so träge und müde und. Ja, so. Ja. So. Ja? Wenn ich es in einem Wort bezeichnen müsste, ist es. Präzises Wort. Gut. Und wie der Körper uns alt macht, das wissen wir ja nicht. Er macht es einfach. Er macht es einfach. Aber das ist ja aufgrund unserer Programme, unserer Vorstellungskraft und alles, was da so mit rein spielt. Ja, und das ist nicht nur dein und mein Programm und nicht nur die gesellschaftliche, sondern das gibt es ja seit Tausenden von Jahren. Ja, ja, klar. Und der Körper funktioniert, der Körper ist geboren, wir haben das von unseren Eltern schon die Information gekriegt, die das von ihren Eltern gehabt haben. Also einfach, dieses Programm wird dann einfach weitergefahren. Und jetzt können wir zum Körper sagen, du, es gäbe jetzt ein neues Programm, magst du das nicht umschreiben? Mhm. Und jetzt schauen wir, ob unser Körper das neue Programm lieber mag und ob er das nicht macht. Mhm. Noch einmal mit Genuss ausatmen. Und du sprichst es jetzt für dich auch laut aus. Lieber Körper. Lieber Körper. Ich danke dir. Ich danke dir. Wenn du möchtest, darfst du dich jetzt jeden Tag erneuern. Wenn du möchtest, darfst du dich jetzt jeden Tag erneuern. Und du darfst dich jeden Tag verjüngen. Und du darfst dich jeden Tag verjüngen. So lange, bis du deinen optimalen Zustand erreicht hast. So lange, bis du deinen optimalen Zustand erreicht hast. Lieber Körper. Lieber Körper. Ich danke dir. Ich danke dir. Und jetzt lausch einfach hinein und schau zu, was der Körper macht. Wie fühlt sich das an? Ich hab das Gefühl, wenn sie die Zellen schon zu erneuern beginnen würden. So plopp, plopp, plopp macht es drin, wie wenn Popcorn aufgängen. So habe ich das Gefühl, innen drinnen. Ja. Und in einem Wort ausgedrückt, yeah! Okay. Mein Wort dafür wäre, ah. Ja. So, und jetzt behaupte ich, dass wir einen intelligenten Körper haben. Und jetzt sagen wir zum Körper noch einmal, vorher mit Genuss ausatmen, sagen wir zum Körper noch einmal, langsam werde ich alt und schauen wir, ob es uns noch glaubt. Genuss ausatmen. Er kriegt einen Lochkrampf jetzt schon. Der nimmt mich nicht mehr ernst. Wir probieren es noch einmal. Mit Genuss ausatmen. Oje, langsam werde ich alt. Oje, langsam werde ich alt. Der macht nicht mehr. Sorry. Der lacht mir aus.
Ja, das war's, das Programm, das braucht er nicht mehr. Und Das jetzt, ja? ist wirklich so, da kann ich gar nicht anders jetzt. Aha. Und jetzt hätte ich natürlich noch gern, also was mich interessiert ist, wie es der Seele geht. Ja. Wenn wir den Körper jetzt da unsterblich machen, ob die Seele dann gefressen ist. Dass die sagt, die muss ja so ewig in dem Körper bleiben oder so. Schauen wir mal, wie es der Seele geht. Also wir werden jetzt die Seele bitten, uns zu zeigen, wie es ist, wie es vorher war, wie der Körper noch sterblich war und wie es ihr jetzt geht. Für die Seele gibt es ja nur gleichzeitig. Wir können die Seele bitten, uns zu zeigen, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Ja. Also, wir starten wieder mit Genuss ausatmen. Und jetzt habe ich bitte meine Seele, ich hätte gern, dass sie mir zeigt, wie es ihr geht, wenn mein Körper sterblich ist. Wenn ihr das beschreiben müsst, würde ich sagen, bäh. Genau. Ich weh und es zieht sich irgendwie zusammen. Vorher war das so öffnend und jetzt ist es eher so einengend, habe ich das Gefühl. Das heißt, der Seele gefällt der sterbliche Körper gar nicht so. Nein, nein, gar nicht. Ich Gut, kriege wieder das Gefühl, da wird es wieder so eng. und weißt du was? Und das genau ist unser Lebensgefühl, das wir früher immer gehabt haben. Dieses, ah, es ist so mühsam und es ist so Genau. anstrengend, aber ich reiß mich zusammen und ich tue trotzdem. Genau. Und so wie Kontrolle und Bemühen Ja. und Gegenwiderstand und es wird doch und ich muss doch und Ja, es. ich mache das, weil die wollen ja das und so ungefähr kommt man das vor. Also das hat nichts mit dem zu tun, was man selber will, sondern immer so, das ist von außen aufoktrierte, von irgendwem und von irgendwo. Ja, und ich habe es eher so gefühlt, als sich zusammenreißen müssen, Genau. sich motivieren immer wieder neu. Genau, ja, genau. Und ich habe immer gedacht, das ist mein Gefühl. Aber jetzt bin ich gerade drauf gekommen, das ist das Gefühl der Seele gewesen. Ja, genau. Genau. Spannende Erkenntnis. Absolut. Gut. Und jetzt schauen wir, wie es der Seele geht, wenn der Körper unsterblich ist. Wir atmen mit Genuss aus. Die Seele, zeig mal, wie es da geht, wenn der Körper endlos geht. Ich habe Tränen der Rührung in den Augen und so das Gefühl, dass die Seele sagt, das ist mein Geburtsrecht. Ja, ich sag's Dessen dir, muss ich nochmal. wegen dem bin ich da. Ja. Oh, es ist irgendwie so, es ist befreiend. Und für mich hat es also eben so, das ist mein Geburtsrecht und also dieses innere Aufrechtsein, so eine Würde. Mein Körper hat sich mit dem aufgerichtet. Ich habe direkt gemerkt, wie ich auf einmal ganz anders. Ich sitze auf einmal jetzt aufrecht da. Ja? Und ich habe gemerkt, wie der Körper in so eine ganz zarte, leichte Schwingung gekommen ist. Also das heißt, ich bin in meiner vollen Energie. Ich merke das selber, wenn ich so völlig entspannt in meiner Energie bin, dass mein Körper so ganz leicht sich so. Ja, er ist einfach voll präsent und durch das, dass keine Spannung da ist, kein Druck da ist, kann er sich so ganz leicht einschwingen, sage ich jetzt einmal. Mitschwingen mit dem Rhythmus des Genau, Kosmos. genau.
früher haben wir den sterblichen Körper gehabt und die unsterbliche Seele ist hineingekommen, war da drinnen gefangen, war den Körper verpflichtet, weil wenn die Seele da war, war der Körper gelebt und wenn die Seele weg war, ist der Körper gestorben. Und die zwei waren miteinander verschweißt und es waren zwar komplett verschiedene Programme, diese Sterblichkeit, die Schwere und die Unsterblichkeit der Seele. Und wenn jetzt die unsterbliche Seele in einen Körper reinkommt, der unsterblich sein kann und unsterblich sein möchte, der das Potenzial hat, dann hebt die Seele, wenn die Seele mit dieser Information in den Körper reinkommt und der Körper sagt ja dazu, ich will oder ich darf, dann zieht die Seele den Körper mit hinauf in die fünfte Dimension. Genau das ist die fünfte Dimension. Dass der Körper das nachlebt, was die Seele an Informationen vorgibt. Ja. Somit wird der Körper, der materielle Körper, fünfdimensional, heißt unsterblich. Genau. Ganz genau. Genauso fühlt sich das an. Wow. Und das ist das, was jetzt normal wird. Mhm. Noch ist es nicht normal. Also noch gibt es Leute, die in Sachen Unsterblichkeit noch forschen oder sich bemühen oder Seminare geben. Ich werde auch noch ein, zwei Workshops zu dem Thema machen oder in den Workshops das Thema immer wieder ansprechen und den Leuten zeigen, wo noch Sterblichkeitsprogramme drinnen sitzen. Etwas machen wir gleich noch. Dann dauert das Video zwar ein bisschen länger, aber das machen wir gleich noch. Ja, gerne. Die Seele, wenn sie in den Körper reinkommt, also die alten Seelen haben ja immer das Programm von früheren Leben mitgebracht und auch die Sterbesituationen von früheren Leben. Ja. Du kennst es ja, wenn man Rückführung macht, schaut man sich nicht nur das Leben an, sondern auch das Sterben, das ist sehr oft eine Schlüsselsituation gewesen. Ja. Und das ist alles im Körper drinnen gespeichert, im Energiesystem gespeichert, im Körper gespeichert. Und da schauen wir jetzt noch im Körper und Energiesystem, was da drinnen noch an Toten gespeichert ist und versuchen, das aufzulösen. Ja, sehr gerne. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen, aber ich werde es wissen. Gut. Bin ich mal sicher. Gut, also wir atmen wieder mit Genuss aus. Und jetzt bilden wir uns ein, wir können unser Energiesystem sehen oder die Informationen, die in unserem Energiesystem auch gespeichert sind. Und da sind wahrscheinlich noch ganz viele Tode oder Erinnerung ans Sterben abgespeichert. Und vielleicht nicht nur ans eigene Sterben, sondern vielleicht auch wie Elternteil oder nahe Verwandter oder Kind gestorben ist. Oder wie in früheren Leben unser Ehepartner gestorben ist, was auch immer. Alle diese Tode, diese Informationen von Toten. Wir bilden uns ein, wir können die Information im Energiesystem sehen oder fühlen. Und mein Vorschlag ist, dass wir laut sagen, ja, das war die dritte Dimension. Ja, das war eine dritte Dimension. Das war früher normal. Es war früher normal. Früher hat zum Leben das Sterben dazugehört. Früher hat zum Leben das Sterben dazugehört. Das war dritte Dimension. Es war dritte Dimension. Und ich nehme mir jetzt ein paar Sekunden Zeit, um zu trauern. Und ich nehme mir jetzt ein paar Sekunden Zeit, um zu trauern. Jetzt lassen wir das wirklich, wir lassen das jetzt einfach hochkommen. Was immer da drinnen versteckt war, wir lassen das hochkommen. Und vielleicht kannst du schon beobachten, dass es verdunstet. Was immer da hochkommt, vielleicht löst sich schon auf. Einfach zuschauen, ob es nicht verdunstet. Und
Und jetzt schlage ich vor, wir bitten unsere Seele, dass sie diese alte Informationen einfach transformiert oder ausräumt. Liebe Seele. Liebe Seele. Die alten Programme. Die alten Programme. Bitte sei so nett und transformiere die, lösche die. Bitte sei so nett, transformiere sie und lösche sie. Mach einen Wohnungsputz. Mach einen Wohnungsputz. Putz die Wohnung, in der du wohnst, aus. Putz die Wohnung, in der du wohnst, aus. Mach sie leicht und frei und licht und luftig. Mach sie leicht und frei und licht und luftig. Alles, was mit Sterblichkeit und Tod zu tun hat, schmeißen wir raus. Alles, was mit Sterblichkeit und Tod zu tun hat, schmeißen wir raus. Alles, was mit Krankheit und Sichtum zu tun hat, wird rausgeputzt. Alles, was mit Krankheit und Sichtum zu tun hat, wird ausgeputzt. Und wir bilden uns jetzt ein, unser Körper arbeitet aktiv mit. Wir stellen uns jetzt auf die Frequenz des Körpers ein und sehen, wie der Körper auch dazu beiträgt. Wie der vielleicht die Poren in den Zellwänden öffnet und nur Informationen rausschmeißt oder den Lymphfluss anregt oder den Blutfluss anregt, da mehr Licht, kosmisches, ewiges Licht reinholt. Unser Körper gönnt sich da jetzt was. Körper und Seele arbeiten zusammen, sodass da richtig Schwung reinkommt ins System. Und dann probieren wir aus, ich erlaube mir ein leichtes, einfaches, ewiges Leben. Ich erlaube mir ein leichtes, einfaches, ewiges Leben. Ist es gelogen oder ist es Wahrheit? Lausch hin, ist es gelogen oder Wahrheit? Ich erlaube mir ein leichtes, einfaches, ewiges Leben. Es ist völlig einfach. Mein Körper fängt zum Wippen und sagt, ja, das passt schon so. Siehst du das? Ich tue gar nicht. Das fängt einfach von selber an. Und vom Kopf her ist es, was wir heute gemacht haben, unglaublich. Undenkbar, weil alle sind immer gestorben, irgendwann. Also bei mir kommt da jetzt gar nichts. Das ist wirklich... Das hat das schon ausgerammt. Also für den Kopf undenkbar, aber man kann fühlen, dass es anders ist. Nur ist es halt so, dass man dann wieder die Mama pflegt, der es schlecht geht und hört, wie die Nachbarin jammert, na, meine Knie sind nicht mehr so. Und wie man dann auf das Begräbnis gehen muss und dort Todesanzeigen liest. Also das heißt, mit dem Kopf werden wir noch mit der Sterblichkeit konfrontiert, weil wir noch im Übergang sind. Manche, die in der dritten Dimension sind, die sterben noch und die anderen in der fünften Dimension, die verjüngen sich jetzt und werden unsterblich. Mhm. Wir sind noch in der Übergangsphase und deswegen macht es durchaus Sinn, diese Dinge, das was wir jetzt gerade gemacht haben, zu wiederholen. Oder sich was Eigenes einfallen zu lassen, was noch besser ist. Ja, es macht durchaus Sinn. Jetzt also eine Frage, kann das sein, wenn du das für dich selber gelöst hast, dass die jetzt diese Trauer, wenn jemand stirbt, gar nicht mehr so präsent ist, sondern eher die Ding, dass sie der jetzt dessen Seele gelöst hat und wieder frei ist. Also für mich kommt das eher so, das ist eher was Befreiendes. Und wenn man auf dem Niveau der Seele ist, kann man die Seele fühlen, dass es gut geht. Ja. Und dieser Körper, wenn der Mensch stirbt, war dieser Körper ja eh belastet. Genau. Da hat er nur einen Anzug angegeben.
das beschäftigt uns natürlich jetzt in der Übergangsphase, wo es noch Sterbliche gibt und wir unsterblich werden. Jetzt sind alle diese Gedanken und Gefühle da, das passt ja, weil die müssen ja eh aus uns raus. Ja. Mhm. Die alten Programme, die müssen wir nach und nach entdecken und entlassen. Mhm. Ja. Für mich fühlt sich das völlig stimmig, richtig an. Und ich habe die letzten Jahre mit diesen alten Dingen schon kaum was anfangen können. Ja. Interessanterweise habe ich auch kaum mehr solche Menschen in meinem Umfeld. Ja. Ja. Deswegen sind wir befreundet, ne? Genau, ja. Ja, es ist wirklich so, mit dem, was wir jetzt die Wochen erleben und jetzt, wenn man Menschen, neue Menschen begegnet, da ist ja kaum wer dabei, der zumindest, es ist nur abgespeichert, aber da geht der Fokus schon völlig in diese neue Richtung. Nicht nur, dass wir zufällig sozusagen die Fünfdimensionalen treffen, sondern es gibt ja immer mehr Fünfdimensionale. Genau, das kommt nur dazu. Und ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt dann alle zusammengeführt werden. Es ist ein ganz normales, automatisches Programm, oder ich weiß nicht, ob das ein Programm ist, aber es geht für mich gar nicht mehr anders. Ja? Wer anderen, der nimmt mir gar nicht wahr, irgendwie, habe ich so den Eindruck. Aber wir werden nicht nur zusammengeführt, sondern wir werden auch immer mehr. Ja, ja, definitiv. Das ist ja schön. Also ich liebe das, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Das ist ja, das ist ja Freude pur. Ja. Gut, sind wir fertig für heute? Zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Das ist wieder ein weiterer Meilenstein, ein weiterer Schritt auf meiner Genussreise. Danke dafür, liebe Ina. Diese Erkenntnisse auch jetzt wieder. Diese Übung, echt wunderbar. Vielen, vielen Dank. Echt da draußen, viel Spaß beim Üben. Macht es das wirklich, macht es regelmäßig, lasst euch vielleicht selber was dazu einfallen. Aber macht es, weil es macht einen Unterschied. Und ja, danke dir, liebe Ina, echt großartig und für diese Inspirationen, für diese Informationen, die wir jetzt auch dann leben dürfen. Danke dir. Und ja, gern. Und vielleicht sehen wir uns in 200, 300 Jahren mit dem gleichen jungen Körper irgendwann zufällig. Genau. Ja. Dann ein wenig tanzen und was weiß ich. Ja. Okay. Liebe Ina, danke. Euch da draußen. Alles Liebe. Darfst weiterschicken, abonnieren, was auch immer. Viel Spaß dabei. Ciao. Vierte.